hier, Bimbam. Ist mein Leben geil. Genau wie Kichijo, Mann. Hammermäßig. Geht ohne mich weiter. Ich komm später nach. Du hast ihn gehört, Gabe. Los! Weiß bloß nicht ins Gas, sicher. Hey, Fernandes. Sieh mal. Ist das der Ort? Die Wassis? Was auch immer? Jo. Wo das Leben beginnt. Ist das Thompsons? Ja. Ich werde es mir näher anschauen. Oh, Kacke! Gabe! Shh. Du lebst. Komm schon, steh auf. Oh Gott, du schuldest mir neue Unterhosen. Komm rein. Die neue ist auch okay. Ich wusste, dass ihr es wart. Hey. Musikwünsche? Wir sind mitten im Wald aufgewacht. Und ihr? So eine Art runtergekommenes Gefängnis. Gabe. Gina ist tot. Ah, Scheiße! Thompson ist auch tot. Ja, aber ich habe seinen Arm, Ralph. Eddie hätte gewollt, dass ich rausfinde, wie er funktioniert. Du hast echt seine Hand abgehackt? Manchmal muss man schwere Entscheidungen treffen. Komm, sehen wir uns im Gebäude um. Und damit recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Revelation 2. Ja, hier sind wir nun in Episode 2. Und ja, wir haben gleich noch genug zu reden. Aber erst einmal schauen wir uns ein bisschen hier um. Und zwar, ja, alle Items, die wir hier finden, nehmen wir mit. Und ja, Episode 2, wir sind wieder... Die Aufseherin. Was wollen Sie? Ich muss euch das Labyrinth scheuchen und sehen, wer wieder herauskommt und wer nicht. Das Labyrinth ist in diesem Fall ein besonderes Virus, das ich jedem von euch injiziert habe. Ein was? Sie haben was? Wir werden alle sterben. Da besteht kein Zweifel. Aber einer von euch hat noch die Chance, gut zu sterben. Ich bin keine Laborratte. Das kann sie sich in ihren aufsehenden Arsch schicken. Aber wir wurden mit etwas infiziert. Oh sie Mann. Sie hat eine Nadel in mich gesteckt? Denk einfach nicht drüber nach. Redfield, begleite mich mal. Komm. Ja, bevor ich dich begleite, will ich erstmal, wie ich das gerade angekündigt habe, hier erstmal alles anschauen und alles mit dem, was dich liegt und nagelfest ist. Ja, was ich gerade sagen wollte, wo wir unterbrochen wurden, wir sind wieder in der Haut von Claire Redfield und Moira Burden und mein Inventar ist voll. Was fällt dem Spiel ein? Komm, nehmen wir mal hier, können wir eine Köderflasche bauen, die ist sehr gut. Das brauche ich jetzt nicht. Ja, so, dann hier Köderflaschen. Nimm mit. Nimm mit. So, Mädchen, du hast eine Taschenlampe und du schaust mal eben kurz rum. Ja, Episode 2. Wir spielen Episode 2 und das bedeutet, ja,
wir sind, wie wir am Ende von Episode 1 festgestellt haben, jetzt wieder 6 Monate... Moment mal, in der Vergangenheit, ja? 6 Monate in der Vergangenheit. Denn, ja, Barrys Geschichte spielt 6 Monate in der Zukunft, also 6 Monate später. Das heißt, das, was wir jetzt erleben, wird später dann von Barry Burton dann besucht und ja, das alles 6 Monate später, da er auf den Spuren und Fersen von uns ist. Kann ich mit dir noch reden? Ach komm, ein bisschen? Nein. Aber ich kann da was leuchten. Sieh mal an, Saphir. Hey! Warum seht ihr das alle nicht? Ihr habt doch auch Augen. Ja, und des Weiteren. Jetzt haben wir auch ein bisschen Zeit. Denn wir sollen zwar diesen Typen da folgen. Werde ich aber jetzt nicht machen, denn ich werde die Zeit nutzen. Ich muss dir da drüben was zeigen. Genau. Er rennt nämlich da lang, aber wir machen das nicht. Ich hoffe, Fischer geht's gut. Neil? Neil war bei euch? Ja. Wir wurden auf dem Weg hierher getrennt. Okay, ich darf gehen. Denn wir werden uns erstmal hier umsehen und diese Zeit werde ich nutzen, um euch, wie ich das am Ende des letzten Parts angekündigt habe, noch einmal die Story ein bisschen zusammenzufassen. Ihr könnt ja auch in den Kommentaren dann, natürlich spoilerfrei, mit mir darüber diskutieren, damit wir, übrigens hier, Kiste für Natalia, was auf jeden Fall schon mal, ja, darauf schließen wird, dass wir sowieso hier nochmal ankommen, was sowieso auf der Hand liegt. Ja, wie gesagt, einfach nochmal, um die Story ein bisschen zu resümieren, denn, ich weiß aus einigen Quellen, dass die Story, obwohl man das Spiel durchgespielt hat, trotzdem noch Fragen aufwirft. Geht mir an einigen Punkten... Das Licht brennt in dem einen Haus. Stimmt. Geht mir an einigen Punkten ähnlich. Wow, da was blinkt doch was. Schauen wir uns alles gleich an. Ah, verschlossen. Ja, und... Oh, schönes rotes Kraut. Des Weiteren... werden die wir... Ja, erstmal die Story ein bisschen zusammenfassen. Also, zumindest ich tue das. Gut, also, was wissen wir? Wir wissen, dass wir ein Virus injiziert bekommen haben. Also, nicht nur hier Claire, sondern auch Moira und offenbar auch hier diesen Neil, der Chef von der Sicherheitsfirma. Also, das ist der, den wir mit der Liste im Intro gesehen haben. Dann halt auch die anderen beiden, die wir da gerade gesehen haben. Und, ja, diese Leute tragen alle das Armband. Hier nochmal bei... Ach, na gut, dann zeige ich das eben hier bei Claire, wenn ich mal stehen bleiben würde. Claire? Da, das Armband. Da. Dieses Armband, zeigt die, Furcht, beziehungsweise den Angstgrad an. Je nachdem, welche Farbe das... Warte, ich habe was gehört. War wohl doch nur Einbildung. Ja, je nachdem, welche Farbe das Armband anzeigt, desto mehr Angst hat man. Ist doch was, oder? Doch nicht. Und die Farben resultieren wie folgt. Grün bedeutet keine Gefahr, sprich keine Angst. Während Orange bedeutet, dass man ja leichte Angst verspürt. Und... Oh, leere Flasche, schön. Rot bedeutet, man hat sehr große Angst und es besteht sehr große Gefahr für den Träger des Virus, nenne ich es einfach mal. Denn, ja, bereits rot blinkend bedeutet, dass man, ja, kurz vor der Verwandlung steht. Und die Verwandlung resultiert sich folgendermaßen. Und zwar, es wurde ja in, oh, ich glaube, Part 2 war das. Auf jeden Fall noch in Episode 1. Wurde ja gesagt, fürchte, was du wirst, werde, was du fürchtest. Oder irgendwie so war der Spruch. Sprich, davor, wo man sich am meisten fürchtet, wird man durch die Furcht vor eben genau diesem Element zu dem, was man fürchtet. Als Beispiel. Man fürchtet sich extrem vor Schlangen oder so. Dann wird man zu... Ja, irgendein Schlangenviech mutieren.
Ist halt eine neue Art von Virus. Wie das Virus heißt, werden wir später erst erfahren. Da werde ich noch nicht drauf eingehen. Und auch nicht, wer ja die Aufseherin etc. ist. Klar, die Aufseherin ist es die, die den Virus wohl in uns injiziert hat. Und ja, die will halt gucken, wer wie, wo, warum Angst hat. Offenbar werden und sollen wir wohl alle sterben. Nur einer wird gut sterben. Was sie damit meint, werde ich euch nicht verraten. Denn, ja, ich überlege gerade, was man noch ohne zu spoilern noch Story zusammenfassend sagen kann. Oh, da brauchen wir eine Bohrmaschine. Ich überlege gerade. Ja, wie gesagt, Barrys Geschichte spielt halt immer 6 Monate später. Das bedeutet, dass wir, oh, guck mal, hier, in Natalia reinkommen werden. Wo wir gerade bei Barry sind. Und, ja, Natalia, ne? Hat ja durchgehend rotes Armband. Was das bedeutet, werde ich euch noch nicht verraten. Das wäre jetzt noch ein Spoiler. Fakt ist auf jeden Fall, dass Natalia uns auf jeden Fall ja auch kurz gesehen hat. Wir haben sie ja ganz kurz gesehen, als sie ja weggerannt. Und sie meint, Moira würde sterben. Das heißt also, Moira soll laut ihren Angaben den 6 Monaten, die wir hier gerade am Spielen sind, sterben. Was mir klar ist, hat sie nicht gesagt. Und ja, natürlich ist klar, dass Barry dann erstmal verwirrt ist. Tja, ob wir denn den Tod von Moira zu beklagen haben? Wenn ja, wann? Will ich euch nicht verraten. Das werden wir schön selbst erleben. Oh, ja, wir haben ja eine halbe Episode Zeit, in der wir natürlich Moira und Claire spielen. Ah, Mann. Ich hasse dieses Minispiel. Sehr schön. Und dann, ja, wandern wir halt 6 Monate in der Zukunft. Und spielen wieder Barry Burton und Natalia. Yay, das klappt doch. Warum erst beim zweiten Mal? Ach, nur ein Rubin. Ja, gut, die besten Items da drin habe ich schon alle. Das sind natürlich, wie schon gesagt, die ganzen Sachen, die hier die Inventare hier verbessern. So, Verbandsmittel. Kann weg, so viel brauche ich nicht. Leere Flasche, kombinieren das. Oh, du kannst das mit nichts kombinieren, weil du hast nichts zum Kombinieren. Leere Flasche, rotes Kraut. Ja, mach mir mal ein bisschen was. So. Dann habe ich nochmal 2 mehr. Gut. Ja. Kann die fröhliche Sucherei weitergehen? Hier war nichts mehr drin, oder? Ich weiß, wir sollen hier einen folgen, aber ich mach's halt immer so, dass ich erst hier alles abklapper. Und schon mal alle Items habe, die man hier schon finden kann. Brauchen wir wieder eine Bohrmaschine. Und ja, dann kann ich nämlich straight der Story hier weiter folgen. Oder muss ich auf sowas nämlich nicht mehr achten. Das finde ich dann schon sehr, sehr, ja, angenehm. Gut, hier war ich schon 2 Mal, fällt mir auf. Da steht er wieder. Hier drin war auch nichts mehr. Na gut, dann gehe ich jetzt hier hoch, oder? Oder ist mich noch unten irgendwie? Ich habe immer Angst bei so großen Arealen, dass ich immer was übersehe. Hier ist nichts mehr. Ah, guck mal an. Da sehe ich doch schon was. Erstmal gucke ich kurz hier rein. So, da ist wieder eine Tormedaille. Falls ihr sie noch nicht habt, wisst ihr jetzt, wie ihr sie bekommen könnt. Wie gesagt, ich habe schon fast alle, deswegen werdet ihr nicht so viel Neues sehen, was ich noch nicht geholt habe. Vielleicht ein paar, ja, übersehene Sachen. Aber das meiste habe ich schon, weil ich habe es schon ein paar Mal durchgespielt, wie schon erwähnt. So, gucken wir nochmal hier oben.
Das ist bestimmt auch noch das ein oder andere. Wie gesagt, ich werde halt hauptsächlich mit Moira rumrennen. Gerade weil sie ja einen Taschenlamp hat. Ja, kleine Hände. Wir haben keine kleinen Hände. Schade. So. Ja, ich folge ja gleich. Guck mich hier nur ein bisschen um. Hetz eine Dame nicht, ansonsten wird sie sehr pissig. Oh, das wieder eine explosive Flasche. Ey, du Flasche. Sei nicht so explosiv, doch. Seh. Hab ich da schon mal geleuchtet? Ich glaube schon. Ah, klar, da war ja der Ort mit der Bohrmaschine, beziehungsweise wo wir die Bohrmaschine brauchen. Ich glaube, wir können dir jetzt mal ein bisschen folgen, oder? Ja. Ich renne wieder weg, tschüss. Ja, das muss er abkönnen, weil ich habe halt wichtigere Sachen zu tun. Zum Beispiel das hier abscannen. Ja, ableuchten ist das richtige Wort, eher. Schiffspulver! Da können wir doch wieder was machen. So, Explosive Bottle. Geben. So. Komm gleich wieder. Muss kurz hier schauen, ob die Luft rein ist. Ja. Ach, du machst also der Dame nicht die Tür auf. Das ist denn sehr nett. Sehr nett, sehr nett. So, dann lasse ich die halt auch wieder da alleine. Dann suche ich erstmal hier rum. So, da scheint sich nichts versteckt zu haben. Aber hier. Ah, ganze Saphire und so Krams. Sie braucht das alles nicht mehr. Was ist das hier? Stinkende Chemikalie. Riecht lecker. Flasche habe ich nicht. Schade. Ach, wo wir gerade davon reden. Kombiniere ich. Und, gib das rüber. Klar, Mauer kann es auch benutzen. Um mal ein bisschen mehr, ja, zu können. Ich muss sagen, ich mag Mauer halt einfach nicht. Einfach nur, weil sie ich will nicht sagen, Nebenschar ist, sondern ich mag ihre Frisur nicht, ihre Art nicht und ja, sie kann halt nur leuten und schlagen. Waffen kann sie nicht benutzen und ganz ehrlich, ich meine, Barry hat auch eine Taschenlampe. Warum kann der nicht Sachen finden? Das habe ich schon in seiner Geschichte erzählt, ich verstehe das einfach nicht. Ich finde Maurer sinnlos. Momentan. Denn es wird mit Moira noch was passieren. Also storymäßig wird sie noch eine Relevanz haben, so viel meine ich das. Und ja, deswegen mag sie es aber auch nicht dadurch noch mehr. Ist, ja, weiß nicht. Moira ist so ein Charakter, wo ich nicht weiß, wie ich sie finden soll. Ja, auf dieser Seite. Okay. So. Na? Nein! Falsch! Yes! Zumindest kannst du die Kisten öffnen. So, jetzt komme ich. Glaubst du, du kannst ihn fliegen? Wenn er repariert ist. Aber er hat nicht genug Saft. Er braucht eine neue Batterie und Treibstoff. Und wir finden genau, was wir brauchen in diesem Scheißhaufen? Nach meiner Erfahrung, ja. Hilf mir suchen. Ja, wir brauchen einen Treibstoff und eine Batterie. Hätten wir im Prinzip schon holen können. Zumindest eins von beiden. Aber ich wollte der Story nicht vorweggreifen, weil ich mag sowas nicht, wenn man Story vorweggreift, weil man schon irgendwie was holen kann. Das ist zwar einleuchtend, dass man schon vorab was holen kann. Claire? Wir sind nicht allein hier draußen. Sarah, echt? Aber, so im Let's Play-Zuge mag ich das nicht.
Weil... Das ist für mich wie ein Spoiler. Okay, der Herr da drinne ist nicht mehr drinne. Okay, dann holen wir uns erstmal das bei dem einen Punkt da. Das Einzige, was mich jetzt gerade stört, weil wir gerade Natalia nicht mehr spielen. Ich habe keine Ahnung, wann und wo Gegner kommen. Das ist ein bisschen doof. So, wir müssen hier rein. So viel steht fest. Wie kommen wir da rein? Ah, natürlich. Ja, die Luft ist rein. Ah, ich mach die erstmal auf hier. Okay, dann suche ich doch erstmal hier. Ich dachte, das wäre die Tür da draußen. Da ist die Tür da draußen. Ah. Mach es dann mal auf. Ich hab doch irgendwas gehört gerade. Claire? Geh mal rein. Hi! Oh, das war tot. Wollte gerade killen. Tut's weh? Mann, der ist aber extrem schnell aufgestanden. Was soll denn das? Ich hätte nicht mal ansatzweise Zeit gehabt, ihn instant hinzurichten. Das ist nicht nett. Gar nicht nett. Na gut, Mara. Nein! Ah, wäre ich nicht nach links gegangen. Ah. Ah, sehr schön. So, den nächsten bitte. Ich muss sagen, es ist ein nettes Minispiel, aber auf der Dauer geht's einfach auf den Nerv. Money. Mal was Sinnvolles. Kannst du damit was verbinden? Nee. So. Hier ist die Batterie. Spüren wir etwas Treibstoff auf. Ja. Ein Treibstoff kommt sofort. Aber erstmal wieder schön was kreiert. So. Aber ich werde diesen Part, das Teil, nicht mehr finden, denn ich werde erstmal die Batterie abgeben. Dadurch wird gespeichert. Und dann, ja, werden wir im nächsten Part den Treibstoff finden. Und... Ich hoffe, mir folgt gerade gar nichts, weil ich würde gern schnell machen. So, sehr schön. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt zur Story, Zusammenfassung, dann schreibt es doch in die Kommentare. Ich werde dann in ja, einigen Parts dann darauf wieder eingehen können. Ich werde noch ein paar Parts aufnehmen, das heißt so vielleicht in 3, 4 Parts werde ich dann drauf eingehen können. Also, bis zum nächsten Mal. Hier ist die Batterie. Gute Arbeit. Schau, ob du Treibstoff auftreiben kannst. Und damit wird gespeichert. Wir sehen uns im nächsten Part in Resident Evil Revelation 2.